Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück zu Assassin's Creed 3. Wir sind erst hier zur nächsten Mission gerannt. Und dann starten wir einfach mal die Sequenz 5, ein rüpelhafter Mann. Mit E. Klopf, klopf, klopf. Jemand zu Hause? Die Musik klingt ja schon gar nicht vielversprechend. Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. So viel dazu. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Müssen wir beweisen, dass wir was wert sind. Es beginnt zu regnen. Was ist denn dort? Schutz in den Ställen suchen. Okay. Schutz in den Ställen suchen. Ich muss ein Lager aufschlagen. Ja. Das sollte reichen. Matratze ausgerollt. Und dann schlafen. Wenn wir nicht gestört werden. Jetzt gewittert es auch noch. Da hat man ein Tier gehört. Gut. Und jetzt? Scheint der Regen vorbei zu sein. Da grunzen immer noch die Pferde. Ausgeschlafen. Und jetzt alles zusammengepackt. Der Tag danach. Den Mann zu einem Gespräch überreden. Ah ja, hier ist ein Pferd. Können wir denn aufsitzen? Ah ja, können wir. So, falls wir mal irgendwo hinreiten müssen. So ein Pferd kann man sich einfach mal nehmen. Ist auch gar kein Diebstahl. Es ist ja nur ausgeliehen. So. Nochmal interagieren. Mal schauen, ob es diesmal erfolgreicher wird. Hallo. Ja, klopf, klopf. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Vielleicht auf der anderen Seite ein anderer Eingang. Hier ist eine Art Veranda oder sowas. Aber ohne Eingang. Ah, ein Hintereingang. Wer hätte es denn gedacht? Interagieren. Bitte, Klopf, ich möchte klopf. nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Wieso denn? Ich komme hoch. Balkon. Okay. Zutritt über den Balkon verschaffen. Nein, nein, nein. Hier hochklettern. Hallo, hochklettern. Wenn er hier nicht hochklettern will. Vielleicht hier? Ah. So geht das doch schon. Tada. Abgeschlossen. Oh, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden: den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ja, wir versuchen es ja, aber er lässt uns ja nicht. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann.
Wieder Schutz in den Stellen suchen. Ich kann ja mal hier außen rum gehen. Was? Aha. So einfach wirst du mich nicht loswerden. Nein, nein. Mich nicht. Fallen lassen, hängen, hier runter. Flump. Der hält das ja aus. Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach. Er hat ihn ja auch gar nicht gefragt, ob er irgendwas lehrt. Oh, was ist denn das für Leute? Er ist ein Tattergreis. Einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das wird dir einen feuchten Dreck an. Ist geburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Nein, nein, nein. Und jetzt? Bam. Und zack. Sehr schön. Zack. Oh, da kommen ja noch mehr. Was soll denn das jetzt? Das wird ja einfach hier. Immer nur die gleichen Tasten drücken. Konter und... ja. Zack, zack. Und der ist ja ein wacher Profi, der Connor hier. Aha. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Oh. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Wie weit bringt dich das zum Reden? Oh. Tot. Okay, dann räumen wir mal etwas auf. Ja, sollten wir. Ein Regenguss hier. So, aufräumen. Ist wohl schon aufgeräumt. Müssen wir jetzt gar nicht machen. Dann gehen wir mal hier rein. Bevor wir noch mehr nass werden. Nein, immer springt er da hoch. Oh, jetzt ist offen. Ah, ja. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radomir. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Ich auch nicht. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Und doch bist du... Der Geist sagte, dass diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Nein. Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Gut, dann hören wir mal zu. Und ich werde wohl nicht allzu viel reden. Oder... Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Gehen wir mal mit hier. Vorsicht! Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Achilles heißt er also. Warum reparierst du es nicht? Wozu denn?
Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Kaufen? Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja, wieso ja? denn nicht? Warum nicht? So naiv. Aha, eine Geheimtür. Hier lang. Cool. Und dunkel. Ich hoffe, ihr seht hier auch noch was. Aber da unten ist ja auch wieder Licht. Oh. Ah ja. Sehr interessant. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen. Ist schon gut. Ja. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Achilles, ja. Stand vorhin auch schon mal links oben. So, was gibt's denn hier so? Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Was ist denn da drunter versteckt? Bilder. Haytham Grandmaster. Du bist nur ein Staubkorn. Ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Charles Lee. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Okay. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Der weiß also, dass das sein Vater ist. Dann wäre die Mission beendet. Volle Synchronisation. Sehr schön. Und so übte ich. Ich rannte. Ich kletterte. Ich kämpfte. Ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen. Philosophie. Logik. Die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Den haben wir gespielt, den können wir, den können wir, den, den haben wir befreit. Ja, das war der eine Typ, die haben wir alle schon gesehen. Ja, ich kann hier mal untersuchen. Was gibt's jetzt hier? Untersuchen? Ich habe doch Untersuchen gedrückt. Naja. Wir haben ja hier wohl etwas trainiert. 6 Monate später ist es jetzt also. Und, eine Küche. Schön. Viele gesunde Sachen da. Teilweise
So, jetzt mal wieder vor. Aus dem Haus raus. Verlassen. Wir müssen dann hier vor. Zu der Kutsche. Und es ist mal wieder Schnee. Wer hätte es gedacht? Schöner, schöner Schnee. Und wir sehen wieder unsere Fußspuren. Das heißt, es ist jetzt schon über ein Jahr vergangen hier. Aber bevor wir die nächste Mission hier starten, Achilles Botendienst, werde ich dann wohl mal diese Folge beenden. Und wir machen die Mission in der nächsten Folge weiter. So viel dazu. Ich sag dann mal ciao, ciao. Tschüss.